Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute möchte ich euch einige YouTube-Kanäle empfehlen. Denn auf meinem Weg hin zu einem besseren Ich oder zu einem glücklicheren, erfüllteren, achtsamen Leben habe ich natürlich viel aufgesaugt. Ich habe ganz viele Bücher gelesen, ich habe auch ganz viele YouTube-Videos geschaut und ich habe ganz viele Podcasts gehört. Und all diese drei Bereiche kommen in diesem Adventskalender vor. Und heute geht es halt um YouTube-Kanäle, die ich euch gerne nahelegen möchte, die ich persönlich sehr, sehr gerne schaue. Und als erstes ist das der Kanal von Peter Bär. Peter Bär kennt ihr auch noch aus meinem Interview zum Thema Achtsamkeit im Mama-Alltag. Das Video kann ich euch auch gerne nochmal da jetzt so verlinken. Und Peter hat eine unglaublich angenehme, ruhige Stimme. Also schon wenn man ihm zuhört, wird man automatisch ruhiger. Und hat so vielen tollen, interessanten Input. Damals bei dem Interview, ich weiß noch, das war so krass. Ich habe so viel aus diesem Interview persönlich noch rausgezogen und wieder Neues erfahren. Das war so, 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 so toll. Und bei ihm geht es halt vorrangig wirklich auch so um dieses Thema Achtsamkeit. Wie kann ich das in meinen Alltag integrieren? Also Peter Bär kann ich euch sehr empfehlen. Andrea Morgenstern ist auch super gut. Die hat früher diese klassischen YouTube-Themen gemacht, Beauty, Lifestyle, ne, ihr wisst schon. Und hat sich dann aber persönlich auch einfach weiterentwickelt. Hat meditiert, hat mit Yoga angefangen, war auf Bali, war, glaube ich, auch bei einem Vipassana, genau. Und sie ist halt wirklich so für Jüngere vielleicht gut, weil sie halt auch sehr jung ist und da vielleicht die Connection vielleicht eher da ist. Und sie macht auch gute Videos für Anfänger, wenn du halt damit anfangen willst, macht Andrea wirklich sehr, sehr gute Videos zu dem Thema. Deswegen da auch meine Empfehlung dahingehend. Dann Franziska Schulz ist auch noch sehr, sehr toll. Sie kennt ihr auch aus meinem Interview. Sie macht auch sehr schöne Videos zu wirklich unglaublich zahlreichen Themen. Also ich bin halt immer der Meinung, klar, jeder hat so sein eigenes Ding, was ihn so interessiert. Und die Kanäle, die haben da zu allem irgendwie was. Also Franziskas Videos sind auch immer sehr, 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 sehr hilfreich. Auch gut sind die Videos von Glücksdetektiv. Die sind eher so, ich sag mal, für die breite Masse gemacht. Im Sinne von, die sind nicht sehr spirituell, esoterisch gleich gar nicht. Aber beschäftigen sich halt auch mit diesen Themen. Wie kann ich glücklicher werden, wie kann ich Stress reduzieren, wie kann ich achtsamer sein, wie komme ich zu mehr Energie. Und das macht sie auch sehr, sehr gut und sehr sympathisch und auch, da gibt es so viele Themen bei ihr mittlerweile. Also auch Glücksdetektiv kann ich euch sehr empfehlen. Und ein kleiner Kanal, den ich aber sehr liebe, ist Julias Spiritual Living. Julia kennt ihr aus meinem Selbstliebe-Monat, da hat sie mal ein Video für euch gemacht. Und bei ihr ist es schon ein bisschen spiritueller, aber nicht irgendwie abgehoben esoterisch, gar nicht. Und bei ihr gibt es tolle Yoga-Videos, also ihr Selbstliebe-Yoga-Video mache ich super, super gerne. Sie hat auch einen kleinen Sohn und da gibt es auch so ein paar Videos, wie man Spiritualität mit Kindern leben kann. Es gibt ein Video zu spirituellen Kinderbüchern, was ich auch sehr, 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 sehr gut fand. Also das ist auch, Julia macht auch super geniale Videos zu dem Thema. Und dann ist nicht so ein klassischer Persönlichkeitsentwicklungskanal. Trotzdem möchte ich ihn hier erwähnen, weil sie für mich damals den großen Unterschied gemacht hat. Und das ist Maria von Schickmami. Ich denke, die meisten von euch werden sie kennen. Aber wenn nicht, dann solltet ihr sie unbedingt abonnieren. Maria ist auch diesen Weg gegangen, der Persönlichkeitsentwicklung, den ich gegangen bin oder halt auf ähnliche Art und Weise. Und sie hat mich eigentlich dazu inspiriert, auch wieder anzufangen. Und durch sie habe ich so die ersten Impulse bekommen, was kannst du machen, was kannst du lesen. Und deswegen möchte ich sie an dieser Stelle unbedingt anfügen. Sie macht auch super tolle Alltagsvlogs und auch andere Themen. Also es ist nicht wie die anderen Kanäle, waren wirklich klassisch auf diesen Bereich. Persönlichkeitsentwicklung, Spiritualität, wie kannst du dein Leben verbessern, getrimmt. Bei Maria ist aber wirklich noch so dieses Mama-Sein, Familie, Vlogs, aber da fließen diese Elemente immer wieder ein. Das finde ich halt auch so schön. Da kannst du halt wirklich sagen, okay, ich möchte mal unterhalten werden, also schalte ich Maria ein und nebenbei kann ich aber immer noch ganz tollen Input mit aufsaugen. Das waren meine 1, 2, 3, 4, 5, 6 YouTube-Kanal-Tipps. Wenn ihr euch einfach auch so in Anfängerschritten mit dem Thema auseinandersetzen wollt, Persönlichkeitsentwicklung, vielleicht auch ein bisschen Spiritualität, Meditation, Yoga, Achtsamkeit, aber auch so
ganz allgemein, ja, wie werde ich glücklicher, wie werde ich zufriedener, wie werde ich selbstbewusster, wie kann ich mich selbst mehr lieben? Diese Kanäle findet ihr alle jetzt unten in der Infobox verlinkt. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim einen oder anderen vorbeischaut und auch abonniert, weil die haben mir persönlich halt sehr, sehr weitergeholfen und deswegen möchte ich das gerne als Tipp an euch heute weitergeben. Weil der Adventskalender ist für mich auch so ein bisschen, damit ihr 2018 so richtig durchstarten könnt. Und da gehört Input halt einfach auch dazu, stetiger Input. Und dafür ist YouTube natürlich richtig, richtig gut. Ich hoffe, das heutige Video hat euch wieder gefallen. Und wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Tschüss.